Kebab. Und das heißt, es kann nicht mehr weit. Nix Sandwich am Boden. Es kann nicht mehr weit sein. Die Burger kommen schon näher. Kebab, ich heb ab. Da ist er, der Tiger, ne? Da steht er. Prost. Da ist noch Wasserfall, wunderbar, Treppen, haben wir ja zu Hause auch nicht, müssen wir alles mitnehmen. Ich habe gehört, heute Abend geht es zur Biermesse, aber das ist ja keine Biermesse. Handwerkerbier. Sondern das Handwerkerbier wird vorgestellt. Genau. Das ist neu, das wird verkostet, und der Dicke hat mich eingeladen, dass ich da mitgehen kann. Das, in Karlsruhe ist es. In Karlsruhe, das Handwerkerbier zu probieren, und da darf ich auch filmen, habe ich gehört. Richtig gute Sache. Da freuen wir uns natürlich, wenn es um Bier geht. Boah. Habt ihr auch schon mal Handwerkerbier probiert? Geht ja gar nicht. Also schreibt es mir nicht in die Kommentare. Das ist neu und frisch und kommt bei uns noch auf den Tisch. Müssen daran aber noch mal nach was zu schnappeln suchen. Und er will vielleicht noch mal zum Friseur sich ein bisschen schick machen. Ich muss das nicht. Ich habe ja eh keine Haare mehr. Und ja. Jetzt erstmal zurechtfinden, noch ein Fünfer-Raid wieder mitnehmen. Muss ja auch täglich gemacht werden, darf man nicht vernachlässigen. Und einen können wir vielleicht auch mal für euch festhalten. Die Tage, je nachdem, wie es passt. So, und der Isma wollte ja noch zum Friseur. Und jetzt sind wir hier angekommen bei Luna Coiffeur. Coiffeur. Eine Friseur einfach Luna hier. Wir wollen mal kurz den Eingang filmen, damit ihr das mal seht. Und dann, wie der Isma drin sitzt. Und dann, wie der Isma danach aussieht. Und das alles für euch. Ja? Schön. Also Dartschild und da den Laden und die Eingangstür. Ne. So, jetzt habe ich ein bisschen was zum Reinschneiden. Genau. So, da habt ihr gesehen, da sind die Haare durch die Gegend geflogen, ganz wild aufgewirbelt. Und jetzt steht er da als neuer Mensch. Kann man gar nicht wiedererkennen. Guckt euch den an, wie der ausschaut. Ja, Mann, ist ja fast wieder Homie, ein echter Bayer. Sieht richtig gefährlich aus, Mann. Wenn das schick ist, schreibt es mal in die Kommentare. Da war ja nicht viel, obwohl es gleich gesagt haben, zwei oder einen. Aber mal gucken, was sie daraus hätten zaubern können. Aber ich renne ja eh mit Mütze rum, also sinnlos. Jetzt geht's weiter zu, was machen wir jetzt? Bier trinken. Bier trinken. Und dann Raid. Wir trinken heute nicht Bier, wir müssen ja heute Abend Bier trinken auf der Biermesse. Beim Handwerksbier. Ich weiß nicht, ob ich das alles in eine Folge packe, aber das ist ja die Vorbereitung dazu. Wenn man Bier trinken will, muss man erstmal eine schicke Frisur aufsetzen. Dann passt mehr Bier rein, weil man hat ja dann weniger Haare. Das ist Logik, gut. Genau. Dann gibt es irgendwo noch Mittag und Raids und sonst was und erstmal weiterziehen. Wir sind jetzt im, ja, ein aufblasbarer Artikel lese ich da oben. Nein, das ist kein Sexshop. Der ist wo, der sucht nämlich ein Kostüm, was er damit wieder vorhat. Das werdet ihr vielleicht die Tage irgendwann erfahren oder die Monate danach. Auf jeden Fall gibt es hier schon mal Bärte, wie man hier sieht. Zack, Bärte, alles was ihr braucht. Kann ich behilflich sein? Ja, wir suchen ein Kostüm. Okay. Ja, Mittelalter, mittelaltermäßig. Wir sind ein Stockwerk höher. Kostüme ein Stockwerk höher, da werden wir jetzt mal hochgehen und uns nach die Kostüme Ausschau halten. Umgucken meine ich und dann passt das schon. Toll. Dicker, ich glaube, der sucht eine Verkleidung, damit er aussieht wie der Pastor. Wer den nicht kennt, der muss mal gucken beim NR-Battle, der Pastor, und sieht dann einfach Primetime, a.k.a. Romelle Joe, a.k.a. der Pastor, a.k.a. Amen, a.k.a. Prost, a.k.a. Ja, wisst ihr Bescheid, gut.
nee, das klingt wie sonst was, das habe ich gar nicht so gemeint. Das war einfach nur so, ach, wir lenken einfach ab und sagen, guck mal, eine grüne Frisur. Alter, Digga, was ist los? Warum guckst du denn so böse? Ich habe dir doch gar nichts getan. Hm? Komm her. Auf jeden Fall, wer das immer noch nicht weiß, wir sind hier im Diders, ne? Das ist so Verkleidungen, Perücken, Masken, Hüte, alles, was das Herz begehrt. Und hier gibt's auch. Das sieht komisch aus. Das ist aber 51. Okay. Und hier gibt's natürlich auch Styroporköpfe. Hey, da freue ich mich doch für 8,99 Euro im Diders. Also wenn ja schon immer mal. Manche haben ja so ein Faible dafür und stellen sich sowas, legen sich ins Bett. Dann kommt zum Diders, denn hier gibt's Perückenköpfe, Bruder, für 8,99. Da denke ich wieder an El Snow. Kennt ihr noch El Snow aus der alten WWF? Der hat immer Head mitgebracht zum Ring. Das war auch so ein Puppenkopf mit Perücke drauf. Und den hat er immer hochgehalten und die Leute haben sich gefreut. Ist er immer übelst abgegangen auf jeden Fall. Head bei El Snow. Wenn ihr das noch kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss dir mal kurz die Kamera geben. Guckt euch das an, diesen Prachtkörper, ne? Den muss man mitnehmen. Das hätte ich damals gebraucht, als Wrestler, als ich noch in der HWW und der SWA aktiv war, hätte ich jeden fertig gemacht, ich sage dir. Vielleicht kommst du ja in der nächsten. Ich bin so gehypt, ich glaube, ich muss den Fummel jetzt einfach mitnehmen. Ich passe da sogar rein, wer hätte das gedacht? Richtig genial. Ja, vielleicht kann man das ja nochmal benutzen für ein Musikvideo oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall erstmal haben, wenn es rumliegt, vielleicht zieh es auf meine Hochzeit an, mach mal, kein Problem, ne? Oh mein Gott! Das sieht doch nice aus, kannst du dir zu Hause an die Wand hängen und sagen, ja? I darf Maul. Darf Maul. Wenn du Mumien brauchst für zu Hause, check es aus, ja. Alter, ich glaube, hier unten ist die Horrorabteilung. Hier geht's richtig ab. Und ganz klassisch, wie immer, egal wo man hingeht, der findet immer Kinderfeuerwerk. Also, das ist. Das ist sein Ding, genau. Knallfrösche, Knallerbsen, ganze Düde auf dem Boden, flupp, weg ist sie. Seht ihr hier unten? Da hat er schon wieder. Da liegt die ganze Packung, ganze Sack voll. Nimm doch mit, Bruder. Kostet das 5,49. Okay. Jetzt bin ich auf mein Bein getreten. Hier habe ich das Passende für dich. Guck mal, ein Ninja Turtle. Ist er nicht sweet? Da sind noch mehrere drauf. Ja, die sind nicht so süß, guck. Außerdem haben die keine Pizza. Der auch nicht, ich habe es genau gesehen, aber trotzdem. Weil ich vorher immer nicht weiß, was mich erwartet, wenn ich irgendwo hingehe, wie bei dem Friseur oder eben jetzt da bei dem Laden, filme ich natürlich nachträglich dann immer das Geschäft. Also, wenn ihr mal Kostüme braucht oder Verkleidungen, irgendwas, Schminke, sonst was, Kontaktlinsen, farbige, guckt mal bei Deiters vorbei, auch unter www.deiters.de. Wenn gerade keiner mehr da ist, können wir mal kurz hier den Eingang filmen, nochmal wie das aussieht. Da habt ihr also die Homepage nochmal, deiders.de. Und da ist so geschrieben natürlich, Deiders, bam. Dickes Geschäft. Mit der Clownstür zum Eingang. Wer möchte da nicht gern eintreten? Das war's aber jetzt. Der Dicke verstaut noch sein Hühnchen im Beutel. Und wir ziehen dann einfach mal weiter und gucken, was uns heute noch so erwartet.